Ich grüße euch von des Antitoast. Willkommen zurück zu TCM. Ja, ich bin heute mal mit der guten Nancy unterwegs. Nancy ist der erste DLC-Killer von TCM. Und ja, damit ein Killer, der nicht jedem zugänglich ist, weil die gute kostet nämlich, ich glaube, roundabout 8 Euro oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es wurde sich mal gewünscht, dass ich mit Nancy was machen soll, beziehungsweise sie mal spielen soll. Und dann tun wir das auch auf jeden Fall, denn Nancy hat ja, zwei besondere Fähigkeiten eigentlich. Einmal ihre Hauptfähigkeit, das ist eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde, denn wir blicken damit quasi einmal durch die Augen eines Überlebenden. Und dann kommt es ganz darauf an, wie gut man sich auf einer Map auskennt, denn Nancy-Spieler sollten Map-Knowledge besitzen, also sich auf Karten auskennen. Wir spielen gerade auf dem Haus der Familie, da kenne ich mich ein bisschen aus, deswegen können wir die Fähigkeit auch mal benutzen. Denn wir sehen das alles sehr schemenhaft. Und ich denke, das könnte der Keller gewesen sein. Ja, dass wir gerade einen beobachtet haben, der im Keller ist. Ich dachte gerade, das ist ein Survivor, der nach oben durchstürmt. Aber war es nicht. Ja, das war Nancys Hauptfähigkeit. Wie gesagt, die ist bei mir noch Stufe 1, weil ich spiele Nancy wenig. Weil es sehr, ja, wie soll ich sagen, anstrengend ist. Und warum ist es anstrengend, mit Nancy zu spielen? Das ist ihrer zweiten Fähigkeit geschuldet, denn sie kann Fallen aufstellen. Und zwar Stacheldrahtfallen. Und zwar 3 Stück an der Zahl, die können wir auch wieder erneuern. Und oder wieder einsammeln. Das Problem ist, ihr seht das hier schon, ich könnte die zum Beispiel mitten hier im Türrahmen platzieren. Was natürlich erstmal geil klingt. Ist ein bisschen shitty, denn die Fallen gehen kaputt, wenn ja Familienmitglieder da durchlaufen. Also wenn ich jetzt die eine Falle hier mitten in den Weg knalle und der Bubba läuft da durch, dann ist die Falle deaktiviert. Ich kann sie aber auch in so Kriechmöglichkeiten stellen, also in so Schlitze. Und da machen die Fallen durchaus ein bisschen mehr Sinn, wie ich finde. Und das ist auch meine bevorzugte Spielweise dafür. Natürlich haben wir jetzt auch hier den Anhalter dabei, der kann natürlich auch Kriechmöglichkeiten benutzen. Aber im Regelfall bleiben die Fallen, die man in solche Kriechmöglichkeiten stellt, länger am Leben. Und wie gesagt, die können wir wieder einsammeln, wenn wir Bock drauf haben. Wir können die wieder resetten, wenn sie ausgelöst wurden. Also das gleiche Prinzip wie bei den ja, Anhalterfallen. Und wir haben hier natürlich auch Zugriff auf diese Mörser- und Schlüsselmechanik, die wir auch von Sissy schon kennen. Damit können wir unsere Fähigkeit ein bisschen boosten, dass sie schneller auflädt. So, wir gucken nochmal. Oh, das ist... Oh, da will einer nach oben. Einer will nach oben, glaube ich. Unten wird gekämpft. Und einer will nach oben. Und das meine ich halt, man muss Map... ein bisschen Map-Knowledge haben. Es sah auf jeden Fall so aus, wenn hier einer nach oben wollte. Oder vielleicht sogar schon hier oben ist. Oh, man sollte, wenn man die Fähigkeit von Nancy benutzt, auch auf jeden Fall nicht, oder wieder einer gekillt. Krass, ich habe noch nicht mal einen Survivor live gesehen und zwei sind schon tot. Man sollte immer auf die Umgebung achten, nicht auf den Survivor an sich. Weil die Umgebung ist das, worauf wir achten müssen, weil, damit wir ihn halt auch finden können. Ja, und das war eigentlich schon im Großen und Ganzen die gute Nancy. Und ja, großteils, wie gesagt, man benutzt die Fallen. Na, man guckt, tut Laufwege absperren, etc. Ja, zum Beispiel hier, die Falle ist noch aktiv, das ist ein beliebter Spot. Könnt ihr, wie gesagt, auch hier in den Weg knallen, aber da sehe ich wenig Nutzen von. Ansonsten sammelt man Blut, man sammelt auch eigentlich solide, effizient, also was heißt solide? Man sammelt schon ganz gut Blut. Also Nancy hat von Natur aus einen hohen Blutsammelwert. Ich habe sie ein bisschen, die Nancy auf Stärke getrimmt, damit sie selber ein bisschen mehr austeilen kann. So, wo sind denn jetzt die Survivor? Jo.
Hat er den Generator schon ausgeschaltet? Kriegt der Anhalter sie noch? Ich bleib jetzt mal hier stehen und versuche. Aber der Generator bleibt lange, lange aus. Ich glaube nicht, dass er sie noch kriegt. Oder doch? Also er hat wahrscheinlich einen Perk dabei. Er sieht auf jeden Fall dead. Ah, und eine ist entkommen. Okay, nee, eine ist entkommen. Oh, so viel also zum Vorgeplänkel, was Nancy angeht. Und jetzt nochmal eine zweite Runde. Ein bisschen ernsthafter. Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Schlachthaus bei Tag. Und wir spielen diesmal eine Runde ohne Bubba. Das ist jetzt auch neu. Man kann jetzt eine Runde ohne Bubba starten. Der Nachteil ist halt, wir bekommen ja die Barrikaden nicht weg, weil Bubba ist ja der einzige Killer im Spiel, der diese Barrikaden wegräumen kann. Und natürlich die Survivor haben im Keller einen Freifahrtschein, weil sie werden jetzt im Keller nicht gehuntet, weil wir anderen Killer ja alle hier oben starten. So, wir machen erstmal hier ein bisschen Sachen dicht. Ich könnte da zwar auch Stacheldrahtfallen reinkloppen, aber ich habe nur 3 Stück und die will ich mir für ein paar andere Stellen aufheben. Deswegen machen wir hier erstmal dicht. Außerdem, das gibt noch ein paar Bonuspunkte. Wenn es Survivor müssen sie zwar wieder aufmachen oder können sie wieder aufmachen, aber was soll's. Zum Beispiel hier können wir eine Stacheldrahtfalle reinkloppen. Das wird immer sehr, sehr häufig genutzt auf dieser Map. Ja, wie gesagt, Nancy ist auf jeden Fall umso besser spielbarer, je mehr Map-Knowledge ihr besitzt. Und je mehr ihr wisst, wie laufen Survivor oft, ja, dann habt ihr mit Nancy auf jeden Fall einen guten Pick. So, der Opa ist wach. Hier packe ich auch eine Stacheldrahtfalle rein. Das wird nämlich auch sehr gerne genutzt hier, dieses Schlupfloch. Und wie gesagt, Stacheldrahtfallen können wir immer wieder erneuern. So, wir gucken einmal mit der Fähigkeit. Was geht ab jetzt hier? Oh, ich weiß ungefähr, wo das ist. Das ist ungefähr. Das müsste hier hinten irgendwo sein. Auch hier, das hier packe ich auch mal eine Stacheldrahtfalle hin. So, haben wir die 3 Fallen schon mal platziert. Ja, ohne Bubba ist halt lästig. Und Nancy kann auch selber diese Kriechgänge gar nicht benutzen. Ich kann die halt blockieren, aber selber nicht nutzen. Hier ist Sissy. Das Problem ist, Sissy und der Anhalter spielen hier mit mir. Und die können sehr wohl diese Kriechgänge ebenfalls benutzen. Na, guck mal, da war ein Leland. Moin. Finger weg von meinem Stuff. So, Conny haben wir ordentlich verprügelt. Ah, jetzt ist noch zu. Aber Conny müssen wir aufpassen. Die kann ja, die kann sowas ja instant öffnen. Moin. Na? Ah, da haben wir gut schon mal reingehackt. Okay, die Falle steht noch. Hier mache ich mal dicht. Sehr, sehr schön. Okay, war meine Annahme also richtig. So, wir nutzen die Fähigkeit. Okay, die ist noch in der Scheune drinne. Ist hier noch drin, ne? Wie gesagt, ich komme. Jo, da war sie. Ja. Uff, uff, uff. Er hat ja aber Glück, dass ich sie da getroffen habe. Oh, die sind alle hier in der Scheune. Meine Falle steht noch. Oder sie waren zumindest alle hier in der Scheune.
Ich hoffe mal, dass die Conny jetzt auch mal ein bisschen was zu tun hat. Ah, die Conny, sag ich, die Sissy. Da können wir nämlich Opa füttern gehen. Das ist auch tausendmal schwieriger, wenn man keinen Boba hat, weil der Boba macht normalerweise die Barrikaden weg, dann hat man bessere Laufwege als Familienmitglied. Wir haben jetzt hier keinen Bubbele. Und da ist jemand in meine Stacheldrahtfalle gesteppt. Sehr schön. Ah? Jawohl. Sehr schön. Oh, Nancy hat ein bisschen zu viel Freude an dem Scheiß, glaube ich. Also sehen wir sogar den Stacheldraht an ihrem Fuß. Wunderbar. Genau, und da sehen wir auch. Und die Falle ist auch schon kaputt. Die können wir auch erneuern. Oder wir nehmen sie mit. Ich setze sie mal zurück. Das dauert halt eine Weile. Das sind halt viel Zeit in Anspruch. Oh, und jetzt haben wir sogar den Opa schon auf Stufe 5. Jetzt können sich die nicht mehr verstecken. Das sehen wir sie dauerhaft. Sehen wir jetzt immer. Diese Falle hier nehme ich mal mit wieder. So, die packe ich mir wieder ein, weil diese will ich mal woanders hinlegen. Da hinten will jemand ein Schloss knacken. Hat es sogar geschafft, ja moin. Oh, schön aufmachen hier. Das ist das Gute. Die ist hier durch. Ich muss jetzt außen rum. Ich will aber hier noch die Falle platzieren. Das war, glaube ich, sogar die Conny. Und wenn die genügend Tietriche hat, dann kann die Conny jetzt sogar gleich die Biege machen. Ah, hier komme ich nicht weiter wieder. Ja, das meine ich halt, wenn man keinen Bubba dabei hat, ne? So, der Opa ist in Gefahr. Das ist schlecht. Okay, aber wir sind hier. Okay, wir sind vor ihr hier gekommen. Wir sind vor ihr hierher gekommen, meine Herren. Kamera, was ist los mit dir? Hallöchen! Komm mal da raus, Fräulein. Und zack. Da ist nur noch Conny da. Und die ist ja gerade in den Keller gejumpt. Wo geht sie wieder hoch? Sie ist auf jeden Fall wieder schon. Sie ist schon wieder auf Trab. Ja, da hinten läuft sie. So, wir machen wieder alles dicht. Müssen natürlich jetzt wieder den längeren Weg zurücklaufen. Das ist halt der Nachteil. Es ist cool, dass man jetzt auch. Jetzt bin ich hier komplett falsch in hier gesagt. Es ist schon cool, dass man ohne Bubba eine Runde starten kann. Aber es ist doch schon ziemlich nervig. Ich habe keine Stacheldrahtfalle mehr. Wo habe ich denn die hingelegt? Ich weiß, oh, die kommt jetzt hier oben raus, ne? Kommt sie jetzt hier raus? Oder da hinten? Ne, ich glaube, hier hinten kommt sie raus, ne? Wie gesagt, Map-Knowledge, Leute. Map-Knowledge ist wichtig. Kommt sie hier raus? Wo ist sie denn jetzt, verdammte Axt? Aber was machen die anderen beiden überhaupt? Was machen die anderen beiden überhaupt? Wo sind meine Stacheldrahtfallen? Die sind noch intakt, ne? Die ist auch noch intakt. Ja, wo ist sie denn? Sie kann sich ja jetzt nicht andauernd verstecken. Ah, guck mal, wo sie rauskommen will. Und die ist immer noch im Basement unterwegs. What the hell? Wir gucken mal kurz, wo sie jetzt ist mittlerweile.
Okay, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Das sah, glaube ich, nicht mehr nach Basement aus. Sie ist, glaube ich, schon jetzt. Ist, glaube ich, schon wieder hier oben an der Oberfläche. Ist sie hier schon wieder? Nee. War das doch noch im Basement? Ich habe nichts Markantes gesehen in meiner Vision. Natürlich ein bisschen schade ist. Wenn man halt nichts Markantes sieht. Da ist sie. Oh. Aber was? Die nimmt nicht den. Oh Gott, setz mich beim Buse. Was? Keine Ausdauer mehr. Shit. Da hinten läuft sie. Wie läuft sie? Wo will sie hin? Oh, zwei Hits rein. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, den kriegst du noch mit, den Hit. Sehr schön. Ja, es ist sie hinterher. Let's go, let's go, let's go. Ich glaube, Sissy hat sie jetzt. Hast du sie oder hast du sie nicht, Sissy? So, wo ist sie? Ist sie hier drinne? Ne, die ist unten wieder. Was, Alter? Geh doch hinterher, Sissy, die ist im Keller. Was ist los mit dir? Gott. Oh, auf damit. Hier wackeln die Knochen noch. Hier ist sie also lang. Wahrscheinlich dadurch den Kriechgang. Da läuft sie. Das Problem ist hier im Keller. Ja, ist alles verwinkelt. Und hier stehen auch noch die ganzen Barrikaden, weil wir keinen Bubba haben. Ja, ich komme von hier aus gar nicht mehr weiter jetzt. Das war's. Außer ich laufe für einen riesengroßen Umweg. Wenn das überhaupt möglich ist. An dass ich nicht mal. Doch, glaube ich, kann hier einen riesengroßen Umweg. Kann ich. Da, die ist schon wieder oben. Ja, what the hell? Ja, sieht ab. Ein Bubba ist schon. Ein Bubba zu haben ist schon wichtig. Weil die ganzen Barrikaden wegzuhaben, dann bessere Laufwege zu haben, das ist schon insane. Wo hat er sie jetzt? Ja, er hat sie jetzt. Gott sei Dank. Meine Herren, ey. Was war das denn für eine Katz-und-Maus-Jagd? Aber wir haben einen Kill. Und sogar mal jemanden aus dem Schrank gezogen. Sehr, sehr nice. Ja, das ist Nancy, Leute. Ich werde sie in Zukunft auch ein bisschen öfter spielen, um sie aufzuleveln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die beiden Runden auch. Wenn ja, Däumchen nach oben da lassen. Abonniert meinen Kanal, wenn euch mein Content generell gefällt. Und wenn ihr Vorschläge und Wünsche habt für TCM, was ich machen soll oder wen ich mal zeigen soll etc., dann schreibt es ruhig in die Kommentare und ich komme dem natürlich sehr gerne nach. Jetzt laufen die Credits, wo meine Kanalmitglieder alle erwähnt werden, die mich finanziell unterstützen. Danke, dass ihr das für mich tut. Ihr seid die allerbesten. Macht bitte weiter so. Ich bin erstmal raus. Noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Antitos.